Hallo liebe Leute, lange ist es her, dass ihr mich so gesehen habt, außer ihr schaut regelmäßig den Abspann an, aber ich habe etwas anzukündigen für euch, denn der Fahrtag in Train Driver 2 findet wieder statt. Wer jetzt nicht weiß, was das ist ein Event, was ich regelmäßig in Train Driver 2 mache und da treffen wir uns alle gemeinsam auf meinem Discord-Server und haben da Spaß als Fahrdienstleiter oder Fahrer via Voice in Discord und das auf einem PL2-Server, der nicht gewertet ist. Das Event ist insofern gut bzw. interessant, vor allem für Neulinge, die vielleicht mal das Fahren kennenlernen möchten oder auch das Fahrdienstleiter üben möchten, wie das denn so funktioniert, denn da helfen wir da gerne. Und auch für die Pros ist das natürlich was, da könnt ihr dann eure Sonderfahrten machen, ihr könnt irgendwelche Zugverbände fahren, die vielleicht auf PL1 nicht erwünscht wären, solche Sachen oder rumrangieren. Es geht wirklich alles. Wir haben eine Strecke vorbereitet, die teilweise nach realem Vorbild ist. Da gibt es eine eingleisige Strecke sowie eine zweigleisige Strecke. Ein Bild blende ich an dieser Stelle ein. Könnt ihr das sehen? Es sind knapp 14 Stationen und da könnt ihr wirklich Spaß haben. Da gibt es dann auch wie so kleine Events, wie so eine Streckenstörung etc. Da sind unsere Fahrdienstleiter alle sehr kreativ. Wenn ihr da als Fahrdienstleiter mitmachen wollt, dann geht auf den Beitrag im offiziellen Forum. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch für eine Station bewerben. Als Fahrer müsst ihr euch nicht bewerben. Ihr könnt dann einfach zwischen 14 Uhr und 21 Uhr auf meinen Discord-Server kommen, sucht euch eine Station aus, wo ihr spawnen möchtet und dann geht der Fahrdienstleiter mit euch das Weitere durch und macht für euch einen schönen Fahrplan. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr da alle kommt am 30.04. Ich selber bin natürlich auch mit dabei. Ich werde aber Fahrdienstleiter sein und schauen, dass ich euch immer schön S2 geben kann. Das war's auch schon von mir. Und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben oder kontaktiert mich direkt auf Discord. Ciao, macht es gut.